Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Scum mit Jane, Grace und mir. Schön, dass ihr da seid. Das letzte Mal ist unser Projekt mit dem Rager ja, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, anders verlaufen, als ich dachte, weil ich überhaupt nicht an die Räder gedacht habe. So richtig dumm gelaufen. Habe zu überlegen, was wir heute machen. Und zwar habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass wir jetzt in die Ortschaft runterfahren. Wir spießen da. Dass wir jetzt in diese Ortschaft runterfahren, wo wir das letzte Mal noch eine Polizeistation gesehen haben. Und gehen wir da ein bisschen fleißig looten und auf die Polizeistation erledigen. Vielleicht craften wir zwischendurch noch mal ein paar Pfeile. Das kann ich jetzt auch noch nicht ganz versprechen. Auf jeden Fall, als weiterer interessanter Punkt wäre die Burg, die quasi direkt anzufahren ist von dieser Ortschaft. Da würde ich aber fast sagen, dass wir da zu Fuß dann hinlaufen, da meine Startvorgänge mit der Batterie doch... Was ist das denn? Was ist das? Ich weiß es nicht. Da sich die Startvorgänge mit unserer Batterie doch sehr stark in Grenzen halten, würde ich dann da zu Fuß hinlaufen. Jetzt haben wir hier auch noch was. Oh. Was ist das? Was ist das? Map. Einfach durchfahren? Ich fahre mal oben drüber vorbei. Ich dachte jetzt, ich fahre mal andersrum, um zu diesem Dorf zurückzukommen, aber das hier? Furchtbar spannend. Könnte eine Art Gefängnis sein, oder? Oh. Oh, Map. Ist nicht der Weg. Ich guck mal ganz kurz, dass ich den Weg zu dem Dorf eingeschlagen kriege. Und dann schauen wir uns das Gebäude nochmal an. Also dieses Gebäude. Ich fahre definitiv falsch. Ich fahre nochmal die Richtung drumherum. Hier müsste irgendwo eine Straße kommen. Die würde ich gerne einmal zum Einparken haben, damit ich... anständig von dort aus dann weiterkomme. So, wir fahren mal. Oh Gott. So, ein weiterer Startvorgang mit der Batterie. Oh, wow. Ich mache mir einmal kurz ein paar Pfeile. Langer Stock. Eine kleine Stöcke? Mit was mache ich denn das gerade? Mit dem Küchenmesser? Ja gut, das ist nicht so schade drum. Ich habe jetzt nur 5 und einen guten Pfeil. Machen wir mal so. Federn und Metallschrott brauche ich dann noch. Das eine Feder. Ich weiß, dass wir alles haben. Ich nehme mal... Genau, da kann ich mir ja 6 Spitzen draus machen. Federn, 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 Federn. Hier. Gut, und ein Werkzeugkasten. Nehmen wir auch noch. Gut, Handwerk, Pfeilspitzen aus Metall.
eine, also sind 6 Anwendungen. Und das, Holzpfeil, Autograph. Wollt Holzpfeil mit Metallspitze. Ja, toll, habe ich ja jetzt schon wieder richtig toll gemacht. Metallspitze, den wollte ich haben. Und den setze ich jetzt mal als Favorit rein. Favoriten. Remove von Favorit. Ja, jetzt habe ich da ein paar Pfeile falsch gemacht. Aber egal. Da gibt's Schlimmeres. So, dann da wieder rein. Und auf geht's. Safe so. Was? Die Arena? Was zur Hölle ist das hier? Kann hier überhaupt was looten? Witzig. Ich komme hier nirgendwo rein. Okay, das heißt, ich habe die Batterieladung jetzt verschwendet für einfach nichts. Okay. Okay. Nö, dann nicht. Schade. Irgendwas ist das hier, aber es ist mit Safe Zone beschriftet, diese so viele komische Sachen. Also irgendwas halbwegs Wichtiges wird das hier schon sein. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, was. Das könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren da lassen, wenn ihr Bock habt. Würde mich super interessieren. Vorhin habe ich dafür die Batterie, also einen Startvorgang verschwendet. Ah, das ist eigentlich das, was da gerade am meisten dran wehtut. Naja, man habe ich jetzt ein paar Pfeile gemacht. Man muss es ja mal ein bisschen positiv betrachten. Ja, natürlich fahren wir spritsparend. Wir wollen ein wenig Sprit sparen. Ja, darum. Ich glaube, die kreisen das Gebiet ein. Ist das vielleicht einfach so auf Servern wirklich so eine Art Safe Zone, wo es kein PvP oder so gibt und vielleicht in der MMA-Arena einfach nur Nahkampf auf sich eingeprügelt werden darf oder so? Als Beispiel? Vielleicht mal ein richtig cooles Feature. Natürlich für mich im Singleplayer absolut unwichtig, aber hammercool. Bist du die Ortschaft? Du bist nochmal was anderes, ne? Ein kleiner Außenhof. Lass den Motor kurz laufen. Wir gucken einfach mal, ob wir was Wichtiges finden und dann geht's weiter. Komm, leere Tasche. Aber hier, Munition, die kann ich immer gut verkaufen.
Nix. Hey, ein nicht fertiges Damenrad. Schade, dass ich ein fertiges gefunden habe, oder? Diese großen Schaufel jetzt einfach mal mit. Einfach, also die Hacke. Einfach nur, weil ich jetzt gesehen hatte, wie viel Geld wir für unsere Axt da bekommen haben. Vielleicht mögen die Händler Werkzeuge einfach super gerne. Möglich ist es. Ja, die gießen kann, aber die lasse ich da mal stehen. Nagel kommt mit. Oh. Oh, du hörst meinen laufenden Motor wahrscheinlich, ne? Hier, komm, ausziehen. Hast du was? Nö, nichts Spannendes zumindest. So, jetzt haben wir hier noch eine Werkstatt, dann können wir weiterfahren. Jetzt nicht. Oh, gib mir mal einen Pfeil wieder. Das ist der gute. Zeig mir, was du zu bieten hast. Ausziehen. Nix, gut. Auf zum Auto. Geht es teuer. Gut, so teuer ist. Finde ich ihn jetzt auch nicht im Vergleich zu der Batterie, aber. Reif. So. km/h habe ich damit gerade gefahren. Gut, das ist nicht sehr spritsparend. Ja, da unten ist der See vom Händler. Also theoretisch, ich war auf jeden Fall richtig. Fahren wir doch einfach mal durch die Ortschaft und parken am Ende, wo wir dann Richtung Schloss abbiegen. Also hier. Moin, moin, moin. Lange nicht hier gewesen. Aber heute looten wir hier. Inklusive Polizeistation. Ganz wichtiges, ganz wichtiger Punkt. Aus. Taschen leer machen. Ganz wichtiger nächster Punkt. Die Würzblutung ist ganz schön groß. So, drei Schraubenzieher auf 4. Nehme ich mir noch mal mehr mit. Sechs. Acht. Wird schon reichen. So, wir fangen mal wieder an mit Garagenlooten. Ah, müsste wenn schon was nachgespawnt haben, wenn hier was ist, oder? Beziehungsweise hatten wir hier nicht die Lichtmaschine her.
War das nicht her? Ich weiß, das war jetzt irgendwie letzte Folge, aber irgendwie. Oder vorletzte? Weiß nicht. Ich komme gerade ein bisschen durcheinander. Hier war ich definitiv drin. Okay, dann. Gehen wir nochmal irgendwo anders hin. Hier, kleines Häuschen, da war ich bestimmt nicht drin. Tschüss, Schlagstock. Wohl, den kann ich bestimmt verkaufen. Oh. Pastinake, okay. Kann man essen. Seife. Da kann ich mal ein paar Sachen sauber machen mit. Was sagt mein Stoffwechsel? Blase, Dickdarm ist in Ordnung. Was sagt Grace? Nur noch C1. Wir müssen uns bald von Grace verabschieden. Schade. Schade aber auch. Oh, Nägel. Ich glaube, ich kann in den Baseballschläger Nägel reinsetzen. Oh gut, Bleiplatte, geil. Oh, und dann habe ich eine ziemlich geile Nahkampfwaffe. Hier waren wir natürlich wieder. Ah! Du bist die Polizeistation. Apotheke waren wir. Ich gucke trotzdem noch mal ganz kurz hier in alles rein. Weil falls was nachspawnt, würde ich ja nicht nein sagen, ne? Vielleicht aber auch im Allgemeinen drüber nachdenken, vorsichtiger zu sein. Es kann ja jederzeit sein, dass ich so eine komische Horde trigger. Das wäre natürlich nicht ganz so produktiv. Obwohl witzig wäre es für euch bestimmt. Stoßstange, Wolfswagen, ja. Wo ging die? Da drüben ist auch noch eine Garage. Wir machen die Polizei auf jeden Fall gleich. Nehme ich mit. Bei. Gut, Streichhölzer tun wahrscheinlich wieder nicht Not. Was haben wir hier? Ach komm. Ja, auf jeden Fall, warte mal. Wenn ich diese medizinischen nicht anhaben. Danke. Die waren mir irgendwie Dorn im Auge. Das habe ich doch dran gedacht. Okay, was haben wir hier? Armierungseisenschneider. Keine Ahnung, klingt teuer, nehme ich mit. Aber nur, weil es teuer klingt. Nicht, weil ich weiß, was das ist. Oh, warte mal, Masken. Dann habe ich auch gar nicht so schlecht bezahlt. Die Kleidung, die war tatsächlich nicht so geil bezahlt. So, auf zu der Garage, die ich im Hintergrund noch gesehen hatte. Und dann geht's rein zur Polizei. Muss ich nur wiederfinden. Die Garage im Hintergrund. Oh, Geld. Zack. Danke. Warte.
Aber solange da jetzt nicht irgendwie ein ganz wichtiges, tolles Auto ist, werden wir unsere Pläne nicht ändern. Stoßstange. Ach, Leica. Du könntest mir ruhig eine Lichtmaschine noch geben für den Leica. So, zur Polizei rein, los. Sonst vergesse ich das wieder. Nein, ich vergesse das nicht, aber sonst wird die Folge wieder so richtig lang. Oh, noch eine Garage. Okay. Garage kriegt Vorzug. Ein Schlauch. Okay. Holzen. Weine? Oh, Andrea? Gut. Ich nehme es einfach mit erstmal. So, Polizeistation habe ich gesagt. Hat der Supermarkt schon gemacht? Jo. Ja, gut, ich nehme mich trotzdem mit. Eine volle Box mit Haarklammern. Ja, ist okay. Oh! Mountainbike, glaube ich, ne? Ja, das wäre natürlich auch cool gewesen, um von A nach B zu kommen. Hat natürlich auch wieder keinen Lagerplatz, aber wäre auch cool gewesen. So, ich wollte die Polizei. Okay, scheinbar. Da drin. Ich wurde scheinbar schon mal bemerkt. Ist auch gutes Timing, eigentlich, weil es gerade dunkel wird hier. So, verschlossen. Gut, dann. Take out Haarklammer. Haarklammer. Dann machen wir zwei Dietriche. Autocraft. Sehr gut. Nehmen den alten hier mal in die Hand. Machen das. Wie war's hier? Mit F. Wow. So, habe ich noch einen mit nur einer Aufladung? Yep. Das Ding gibt bestimmt ein bisschen Geld.
Mal ein bisschen näher. Muss ich nicht so weit laufen. Bad Spawn hier überall. Aber ich habe jetzt 50 Ruhmpunkte. Jetzt könnte ich mir die guten Pfeile eigentlich auch kaufen. Geld. Neuer Schraubendreher. Ja, ist okay. Ja, komm. Habe ich, glaube ich, jetzt mittlerweile genug von gefunden. So. Das sind aber die, die ich in einer Polizeistation auch schon gelootet habe. Und ich hatte ja in den Kommentaren, dass ich mehrfach unten weitere aufschließbare Schränke übersehen habe. Gucken wir mal. Kaffee? Nö. Was? Tasten Soda? Nö. Hast du Muni? Nö. Oh, aber doch Sachen. Oh, passt von der Länge echt nicht. Schön, aber selten. 90% Smartphone. Alles trinken. Hab die Schränke gefunden. Danke für den Hinweis nochmal. Hier mal neu stapeln. Warum isst die Banane gleich mal mit? Wir können uns ja noch Kleinigkeiten zu essen kaufen. Wir haben ja alles da. Hast du Bock, die Pastinake zu essen? Okay. So, lass es. So, dann. Nehmen wir mal wieder den hier in die Hand. Nee, erstmal. Moment. Take out. Take out. Take out. Also drei Stück schon mal. Machen wir drei Dietriche. Mal die drei Türen hier schon mal auf. Dass ich auch gleich so große Mengen an Schränken übersehen habe, ist unfassbar mal wieder. Nice. Ich mach sie erstmal auf. Und der dritte. Nice. Schlüsselkarte? Killbox in Z4. Das ist irgendwas Gutes und Wichtiges, oder? Oh, das Igel-Magazin. So, hier eine Haarklammer noch raus. Oh, ist das schön. Ich habe eben noch gesehen, hier ist noch ein Schraubendreher mit einer Haltbarkeit. Schloss knacken. Oh. Oh, okay. Dachte jetzt fast, ich schaffe es, um Dietrich abzubrechen. Okay. Geil, ab da oben. Oder ich laufe kurz im Kreis, alles gut. Da ist die Treppe. Na?
Eis. Ist hier jemand? Nein. Okay, nochmal zwei zum Aufknacken. Take out. Take out. Handwerk. Dietrich. Okay. Ist sehr gemütlich, aber das ganze Spiel ist eigentlich recht gemütlich. So momentan noch. In die Hände nehmen. Haben wir den nächsten gleich verbraucht. So. Magazin. Okay, Händler freut sich wieder. Muss ich mir mal eine neue Batterie kaufen wieder. So, was haben wir hier? Nix. Nix. Rose. Jedenfalls haben wir die Aufmerksamkeit von irgendeinem, der unten ist. Okay. Witzig. Ich komme gerade klar mit einer Nahkampfwaffe? Okay. Baseballschläger, check. Der darf bleiben. So, wir gucken nochmal aufs Dach. Nicht. Sehen wir noch eine Garage aus der Ferne? Werkstätten hätte ich jetzt noch ein paar anzubieten hier. Das ist eine Garage. Ich weiß aber nicht, ob ich da schon drin war. Oh. Okay. Bisschen Dunkelheit können wir noch ab, oder? Ist ja wohl noch zu ertragen hier. Ausziehen. So, ich habe in die Richtung, glaube ich, geguckt gehabt und habe noch eine gesehen. Ah, da. Gut, waren wir offensichtlich schon drin. Letztendlich, wenn wir jetzt hier nicht alle kleinen Wohnhäuser einzeln auseinandernehmen wollen, wären wir, glaube ich, jetzt hier soweit schon fertig. In der Ortschaft. Knoblauchsamen. Ah, Interesse hätte ich natürlich schon. Ja, tschüss, Stofffetzen. Ich nehm die Samen mit. Und wo genau habe ich geparkt? Ortsausgang Richtung Burg auf jeden Fall. Kneipe. Nee, das brauche ich gerade auch nicht.
Auto. Ich glaube, da vorne steht's. Wow. Oh. Das hätte auch anders verlaufen können. Ja, dann räume ich hier mal ein bisschen die Sachen auf. Ich habe ja anscheinend eine Kiste auf dem Dach stehen. Hält. Ja, ich räume ein bisschen auf und wir können dann beim nächsten Mal hier wieder ein bisschen durchstarten. Würde ich die Burg oben mitnehmen und vielleicht nochmal beim Händler verkaufen für eine neue Batterie. Wäre so der aktuelle Stand. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.